So, hallo. Im letzten Video haben wir ja schon das Einmaleins für die Zahlen von 1 bis 9 uns angeschaut. Und ich hoffe, du hast davon schon ein paar Beispiele auswendig gelernt. Also jetzt kannst du alle Zahlen von 1 bis 9 miteinander multiplizieren. 1 mal 9 oder 2 mal 5 oder 3 mal 7, was auch immer dir in den Kopf kommt. Also es dieses 1 mal 1. Und was wir letztes Mal nicht mehr geschafft haben, waren die Zahlen 10, 11 und 12. Und die Zahlenreihen, also die 10er, die 11er und die 12er Reihe, die machen wir jetzt einfach noch. Im letzten Video haben wir die Zahlen von 1 bis 9 in der Tabelle aufgeschrieben und jetzt gehen wir die Reihen für die 10 und die 11 und die 12 einfach separat nochmal durch. Ohne die Tabelle. Aber ich denke, das funktioniert auch ganz gut. Fangen wir mal mit der 10 an und rechnen jetzt die 10 in der Multiplikation mit den Zahlen von 1 bis 12 jeweils hoch. Also fangen wir an mit der 10 mal 0, 10 mal 1, 10 mal 2 und so weiter. Also fangen wir mit 10 mal 0 an. Und da weißt du ja vom letzten Mal bestimmt schon, jede Zahl mit 0 multipliziert oder mal genommen ist 0. Also wenn du 0 mal die 10 nimmst, ist das immer noch 0. Oder wenn du 10 mal eine 0 zusammenrechnest oder addierst, zusammenzählst, hast du auch immer noch 0. Also das ist einfach. Gehen wir mal gleich zum nächsten. 10 mal 1. Und da weißt du ja auch schon, jede Zahl mit 1 mal genommen ist diese gleiche Zahl. Das ist also auch ganz einfach. Einmal die 10 oder 10 mal eine 1 ist 10. Und nächste ist 10 mal 2. Da können wir zweimal die 10 miteinander addieren und 10 plus 10 rechnen und das ist 20. Und du siehst auch hier schon, das geht wie bei den anderen Zahlenreihen jetzt auch in diesem Fall in 10er Schritten hoch. Also von 0 zu 10 haben wir 10 hinzugerechnet, zu 10 zu 20 und es geht jetzt auch immer so weiter. Also in diesem Sinne, 10 mal 3 könnten wir jetzt auch wieder rechnen. 3 mal eine 10, also 10 plus 10 plus 10 ist 30. Du hättest aber genauso rechnen können, 20 plus 10 ist 30 oder hier diese zwei Zehnen waren ja auch hier oben schon als 20 und hast da einfach 10 hinzugezählt, also 30. Gehen wir zum nächsten. 10 mal 4 ist 30 plus 10, also 40. So, welche Farbe nehmen wir denn jetzt? 10 mal 5 ist 50 und so weiter geht es jetzt schon weiter. Wie du merkst, ist jede 10 mit einer beliebigen Zahl multipliziert oder mal genommen, ist dann immer diese Zahl mit einer 0. Also 10 mal 4 ist 4 und die 0. 10 mal 5 ist 5 und eine 0 dahinter. 10 mal 3 ist 3 und eine 0 dahinter. Und genauso geht es jetzt auch weiter, wenn wir weiterrechnen. 10 mal 6. Da könntest du jetzt auch 6 Zehner miteinander addieren oder sechs Zehnen zusammenzählen. Oder du sagst einfach, okay, das ist die, ups, da fehlt mir jetzt noch die 6. Also 6 mal 10 mal 6 ist 6 und die 0. Und 10 mal 7 ist 7 und die 0. Also wie gesagt, du könntest auch einfach jeweils rechnen, addieren oder kannst die Zahl davor, die 60 plus 10 rechnen, aber bei der 10 haben wir das schöne Muster, dass wir da einfach immer die Zahl, mit der wir multiplizieren, also 10 mal 8 zum Beispiel, nehmen wir einfach die 8 und hängen eine 0 hinten dran und 10 mal 9, du ahnst es schon, ist einfach 9 und die 0, also 90. 10 mal 10, wirst du jetzt vielleicht denken, oh, ist das irgendwie
schwieriger oder so? Nee, ist auch ganz einfach. Dann nimmst du einfach die 10 und setzt eine 0 hinten dran. Also in dem Fall hast du jetzt diese 10 genommen und eine 0 hinten dran gesetzt. So wie bei den anderen Zahlen auch schon. 7 und die 0, 8 und die 0, 9 und die 0. Und 10 mal 11 machst du es genauso. Du nimmst die 11 und setzt eine 0 hinten dran. Und 10 mal 12, genau das gleiche. 12 mit einer 0 am Ende ist dann 120. Das gilt nicht nur für das kleine 1x1. Bei der 10 gilt es für jede x-beliebige Zahl. Du kannst also zum Beispiel auch 5732 nehmen mal 10. Und ich trenne die Zahl hier mal mit so einem Tausender-Trenner, dass ich das besser lesen kann, aber musste ich nicht weiter stören. Also 5732 mal 10 ist genau diese Zahl. Ja, nehmen wir die mal hier rüber. Upp. 5732. Oh, habe ich mich jetzt verschrieben? So. 732 und eine 0. Und dann haben wir hier nach den ersten drei Stellen von hinten gelesen, setze ich wieder meinen Tausender-Trennstrich und dann ist das die 57.320. Eine Riesenzahl, aber wie du jetzt gerade gesehen hast, ganz einfach. Bei der 10 einfach immer die Zahl, mit der du 10 multiplizierst, nehmen und eine 0 hinten dran und schon hast du das richtige Ergebnis, wenn du mit 10 multiplizierst. Also eigentlich ganz einfach. Gut, dann machen wir das gleiche für die 11 auch noch und schauen mal, ob wir da auch so schöne Muster finden wie eben bei der 10. Fangen wir wieder mit 11 mal 0 an. Und alles, was mit 0 mal genommen wird, ist wieder 0. Also 0 mal eine 11 ist 0. 11 mal 1. Und da weißt du ja bestimmt auch noch, alles, was einmal mal genommen wird, ist diese Zahl selbst. Also einmal eine 11 ist die 11. Du könntest natürlich auch 11 mal eine 1 zusammenzählen. Dann kämst du auch auf 11 raus. Erspare ich mir jetzt aber, dann müsste ich relativ lange schreiben. 11 mal 2. Und da können wir wieder unsere Standardregel nehmen, einfach 2 Elfer nehmen und zusammenzählen. Also 11 plus 11 ist 22. Du hättest auch zu dieser 11 hier oben einfach 11 hinzuzählen können. Ich hoffe, du weißt noch, wie man zweistellige Zahlen miteinander addiert oder zusammenzählt. Und wenn nicht, kannst du dir die Additionstutorials dazu ja auch vorher nochmal anschauen. Das ist auch ganz einfach. Also 11 mal 2 ist 22 und 11 mal 3 ist da nochmal 11 dazugezählt. 22 plus 11 ist 33. Und jetzt siehst du schon langsam, aha, das ist ja interessant. Immer wenn ich 11 mit einer Zahl mal nehme, wird die Zahl danach zweimal aufgeschrieben. Also bei einer 1 war es die 1 und bei der 2 war es die 2 und bei der 3 war es die 3, die zweimal auftaucht und es geht auch genauso weiter. Also 11 mal 4 ist eine 4 und noch eine 4, das ist die 44. 11 mal 5 ist 55. Das ist ganz einfach. Und machen wir auch schon weiter mit der 11 mal 6 ist 66. Also hier, du könntest genauso wieder schreiben, 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11 plus 11 ist 66. Kannst du natürlich auch machen. 11 mal 7 ist 77. 11 mal 8 ist 88. 11 mal 9 ist 99. Und jetzt wird es kurz noch spannend. 11 mal 10 ist 10. Das geht jetzt natürlich nicht. Wir sind jetzt schon über die 100. Das heißt, wie machen wir das jetzt am besten? Also du kannst natürlich
wie vorher auch schon ganz einfach sagen, okay, ich nehme die 99, zähle da 11 dazu, das sind dann 110. Wir haben aber auch vorher schon einmal gerechnet. 10 mal 11, finde ich. Oh, habe ich mich jetzt wieder verschrieben? Wenn du dich erinnerst, haben wir 10 mal 11 geschrieben. Und das war genau die Zahl 11 und eine 0 hinten dran, also 110. Du siehst schon, das ist das Gleiche. Kannst also so und so rechnen. Und ganz einfach. Nächste ist 11 mal 11. Da kannst du auch jetzt einfach 110 nehmen und 11 hinzurechnen. Das sind dann 121. Und zum Schluss noch 11, ups, schon wieder, verschrieben. 11 mal 12 ist, dann nehmen wir wieder 121 plus 11 ist 132. So, dann sind wir mit der 11er Zahlenreihe auch schon durch. Dann können wir die Zahlenreihe für die 12 nehmen. Und dann fangen wir wieder bei der 12 mal 0 an, also jede Zahl mal 0. Mittlerweile weißt du es bestimmt schon, ganz einfach, ist 0. 12 mal 1 ist, jede Zahl mal 1 mal genommen, ist immer diese gleiche Zahl, also 12. 12 mal 2 könnten wir jetzt rechnen, 12 plus 12 oder so, 12 plus 12 ist 24. 12 mal 3, was ist 12 mal 3? Also hier könnten wir auch wieder 12 plus 12 plus 12, also 3 mal 12 zusammengerechnet. Wir könnten auch schreiben 4, also 12 mal 2, also das war ja 12 mal 2 und plus 12. Wir könnten auch einfach schreiben 24 plus 12 und das gibt alles, oh, das war eine schlechte Klammer, das gibt alles 36, also siehst schon hier einfach 12 dazu gerechnet, dann kommen wir bei unserer richtigen 36 raus, 12 mal 4, gehen wir genauso weiter, einfach 12 hinzugerechnet ist 48, 12 mal 5, auch da nehmen wir 12 hinzu. Das ist 48 plus 12. Also erstmal 2, kommen wir bei der 50 raus. Und nochmal 10 sind 60. 12 mal 6. Wieder 12 hinzu ist 72. Und so weiter und so fort. 12 mal 7 ist 84. 12 mal 8 ist 96. 12 mal 9, mache ich vielleicht hier oben weiter. 12 mal 9 ist 108. Also haben wir jetzt einfach 96 plus 12. Und 12 mal 10, vielleicht erinnerst du dich vorhin, als wir 10 mal 12 gemacht haben, haben wir gesagt, einfach die Zahl, mit der wir 10 multiplizieren, hinschreiben, also 12 und eine 0 hinten dran haben wir 120. Du hättest aber auch ganz einfach 108 nehmen können und 12 dazu rechnen, wärst du zu dem gleichen Ergebnis gekommen. 12 mal 11 ist 132, auch einfach wieder plus 12 und 12 mal 12 ist 144. Vielleicht siehst du hier auch jetzt schon langsam ein Muster aufziehen bei der 12er-Reihe. Das müssen wir aber jetzt noch nicht besprechen. Das kannst du alles, können wir alles später mal in Ruhe in einem anderen Videotutorial besprechen. Wichtig wäre mir jetzt vor allem, dass du das kleine 1x1, also das 1x1 von den Zahlen, die wir jetzt besprochen haben, in den ganzen Zahlenreihen von 1 bis 12, tatsächlich auch wirklich auswendig lernst, immer wieder Übungen dazu machst, vielleicht fragst du dich mit deinen Mitschülern in der gleichen Klasse,
vielleicht auf dem Weg zur Schule gemeinsam ab oder vielleicht machst du dir ein paar Übungen mit deinen Eltern. Vielleicht können die dich ein paar Sachen fragen oder sag dir die verschiedenen, das Einmaleins einfach in deinem Kopf still auf, wenn du in die Schule gehst oder gerade mal ein bisschen Zeit hast. Ja.